Hey und willkommen bei AnyBinge. Heute stelle ich euch diesen Anime vor. Viel Spaß und Spoiler voraus. Die Geschichte beginnt damit, dass uns eine Person vorgestellt wird, die nicht mehr als Mensch angesehen wird. Die Menschen bezeichnen ihn jetzt als den größten Dämonenfürsten von Vavathos. Dies hat jedoch dazu geführt, dass er sich nach einer Niederlage sehnt. Vavathos glaubt, dass die Menschen ihn wieder als Menschen sehen würden, wenn sie sehen würden, dass er jämmerlich besiegt wurde. Das einzige Problem ist, dass die Feinde, die ihn vernichten könnten, alle weg sind und der Dämonenfürst zu dem Schluss kommt, dass seine einzige Möglichkeit darin besteht, sich selbst wieder zu verkörpern. Später sehen wir, dass der Dämonenfürst als Aardvark-Meteor wiedergeboren wurde. Er feiert seinen 10. Geburtstag mit seinen ganz normalen Eltern, die in einer ganz normalen Stadt auf dem Land leben. Aard erklärt, dass er auch nach der Reinkarnation wieder mit einer guten Gesundheit, Ausdauer und Sportlichkeit gesegnet ist. Seine fürsorglichen Eltern sind der Meinung, dass Aard in einem Alter ist, in dem er anfangen sollte, über seine Träume und seine Zukunft nachzudenken. Aard offenbart sein ehrgeizigstes Ziel, eine Freundschaft mit jemandem zu schließen, der ihn nicht ängstlich ansieht. Nachdem er draußen ein paar Kinder entdeckt hat, starrt er sie an. Da er kein Dämonenfürst mehr ist, sondern ein ganz normaler Dorfbewohner, ist er der Meinung, dass die Kinder eine Freundschaft eingehen sollten. Er glaubt, dass die Kinder Freundschaft schließen wollen. Aard kann nicht wirklich verstehen, warum er keinen Erfolg hatte, aber er ist immer noch entschlossen und beschließt zu handeln, anstatt zu warten. Sein zweiter Versuch findet mit einer Gruppe von Mädchen statt. Aard spürt eine Nervosität, die er nicht einmal beim Kampf gegen die Götter verspürt hat. Er lobt die Mädchen für ihre Fähigkeit, ihn in die Enge zu treiben, aber seine Entschlossenheit ist unerschütterlich. Er geht auf sie zu und bietet ihnen an, ihnen als Gegenleistung für ihre Freundschaft die halbe Welt zu schenken. Doch die Mädchen sind verängstigt und laufen davon. Aard ist fassungslos, als er feststellt, dass er, der einst zahlreiche Helden begraben und Götter ausgelöscht hat, nun nicht mehr in der Lage ist, Kinder dazu zu bringen, sich mit ihm anzufreunden. Aard verarbeitet seine Verwirrung und lässt seine Frustration in einem nahegelegenen Wald ab. Später bietet ihm der Bürgermeister der Stadt Olaheit an, ihm eine einfache Methode zu geben, um Freunde zu finden. Aard fragt sich, ob es sich dabei um einen mächtigen Zauberspruch oder eine fortschrittliche politische Strategie handelt. Aber Oleg sagt ihm, er solle einfach versuchen, freundlich und respektvoll zu sein. Aard versucht, sich mit denselben Kindern anzufreunden wie zuvor, aber da er dieses Mal sehr förmlich und übermäßig nett ist, scheitern seine Versuche erneut. Aard denkt kurz darüber nach, die ganze Welt zu zerstören, aber er beruhigt sich, da er nicht denselben Fehler wie in seinem letzten Leben machen will. Er hört, wie ein junges Mädchen wütend schreit und der Bürgermeister der Drachen, Olaheit, spricht mit den Eltern von Aard über seine Sorge um seine Tochter, die sich von allen isoliert hat, nachdem sie allein aufgrund ihrer Abstammung ständig gemobbt und getratscht wurde. Aard geht auf das Mädchen zu und lobt ihre Kampffähigkeiten, aber er fragt sich, ob sie der Typ ist, der viel Lob mag. Also kritisiert er sie, indem er sagt, dass sie sich noch ein bisschen verbessern muss. Er zweifelt auch an diesem Ansatz und sagt in seiner Panik, dass er gerne mit ihr befreundet sein würde. Er erklärt ihr, dass er glaubt, dass sie sich in mancher Hinsicht ähnlich sind, aber das verärgert sie nur, da sie sagt, dass er das unmöglich wissen könne, da er nichts über sie wisse. Aard kehrt nach Hause zurück und sieht das Mädchen weinend in den Armen ihres Vaters. Später erfährt Adana, dass ihr Name Idina ist. Er versucht, sich mit ihr anzufreunden, da er glaubt, dass das Schicksal sie zusammengeführt hat, da ihre Eltern alle beste Freunde sind. Aard bemüht sich, freundlich und respektvoll zu sein und behauptet eines Tages sogar, alles über sie zu wissen, auch wie viele Muttermale sie hat. Sie findet Aard sehr unheimlich und lehnt ihn bei jeder Gelegenheit ab, auch nach all den Zurückweisungen. Aard sagt, er werde niemals aufgeben. Später in der Nacht geht er alle Strategien durch, die er bisher ausprobiert hat, darunter Bestechungsgelder, Gedichte und Musik. Während er das tut, hört Aard draußen Schreie und stellt fest, dass die Stadt von Monstern angegriffen wird. Sein Vater rät ihn, nach Hause zu laufen, aber sie werden von Olaheit unterbrochen, der auf der Suche nach Idina ist, die nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Aard erkennt, dass es seine Schuld war, sie zu erschrecken und sie zu zwingen, in die Berge zu laufen. Der Anführer sagt, dass er möchte, dass sie ihre Freunde um Hilfe bittet, aber sie sagt, dass sie keine hat und gibt auf, weil ihr das Leben sowieso keinen Spaß mehr macht. Doch kurz bevor sie angegriffen wird, kann Idina nicht anders, als um Hilfe zu schreien, und in diesem Moment werden die Monster durch eine große Explosion zurückgedrängt. Aard erscheint und ist begeistert, als Idina zum ersten Mal seinen Namen ausspricht. Die Monster lehnen Aards Angebot wegzulaufen ab und so macht er mit allen kurzen Prozess. Idina kann nicht verstehen, warum er sie gerettet hat, denn sie will einfach nur sterben. Aard mag diese Art von Gespräch nicht und sie sagt, dass er einfach nicht versteht,
wie einsam und isoliert ihre Existenz ist. Er gibt zu, dass er nicht weiß, was sie dazu veranlasst hat, so zu empfinden, aber er sagt, dass er besser als jeder andere versteht, welches Leid die Isolation mit sich bringt. Sie befürchtet, dass er sie selbst, wenn sie Freunde würden, eines Tages verraten würde, wie jeder andere auch. Sie zählt alle ihre Schwächen auf und glaubt, dass er sie eines Tages hassen wird, aber er bleibt hartnäckig und behauptet, dass er ihre Gesellschaft wirklich genießt. Schließlich willigt sie in eine Freundschaft ein und die beiden geben sich die Hand. Die Jahre vergehen und wir sehen, dass die beiden immer noch eng befreundet sind, als Edina ihnen eines Tages empfiehlt, eine Zauberschule zu besuchen. Später sehen wir, wie die beiden nachsehen, ob sie die Aufnahmeprüfung bestanden haben. Der Schulleiter scheint eine verwirrende Erklärung dafür zu geben, dass alle seine falschen Antworten nur nach den Maßstäben der modernen Ideologie falsch waren. Vor allem aber erklärt er, dass Art Meteor ein Genie ist, weil er das Blut des großen Magiers Jack Meteor und seiner Frau Carla geerbt hat, die vor Jahren auf ihrem Weg zum Unterricht einen bösen Gott vernichtet und den Frieden der königlichen Hauptstadt geschützt haben. Edina ist überrascht zu hören, dass Art nicht wusste, dass seine Eltern und ihr Vater berühmte Helden waren. Er ist unglücklich darüber, dass er eigentlich kein typischer Niemand ist, aber es tröstet ihn, dass er Edina an seiner Seite hat. Als sie in die Klasse kommen, stellen sie fest, dass alle Schüler gerne ihre Freunde und Kunstfiguren sein möchten. Das liegt einfach an seinen berühmten Eltern. Dann setzen sich die beiden für ein Mädchen ein, das in der Nähe von jemandem namens El Rado schikaniert wird, weil sie aus einer Dienerfamilie stammt. Sie fordert den Tyrannen auf, sich zu entschuldigen, aber das ärgert ihn nur noch mehr und er fordert Art zu einem Duell heraus. Edina warnt, dass dieser Tyrann für sein Alter einen sehr hohen Rang hat. Dieser Streit wird von einer der obersten Generäle des Dämonenfürsten von Varvatos, Lady Olivia, unterbrochen. Art erkennt sie sofort und denkt sich, dass sie wütend auf Varvatos sein muss, weil er seine Pflichten vernachlässigt hat, um wiedergeboren zu werden. Aus Versehen spricht er in einer Weise, die fast sein Geheimnis verrät. Alles, woran Art denken kann, ist, wie er es zu Ende bringen kann, ohne dass Olivia die Behauptungen von Varvatos Freunden aufschnappt, dass Art in großen Schwierigkeiten steckt, da Elrados Stärke überwältigend ist. Das Duell beginnt mit einem Angriff von ihm, der von Art leicht geblockt wird. Ein zweiter Angriff, den Elrado als Mega Flare bezeichnet, wird ebenfalls geblockt. Adana erkennt, was vor sich geht, da er vor langer Zeit eine ähnliche Phase durchgemacht hat. Er kann erkennen, dass Elrado niedrigstufigen Zaubern peinlichen Namen gibt und eine große Show daraus macht, sie zu aktivieren. Das macht Elrado wütend und veranlasst ihn, die sogenannten Giga-Flare-Kunstblöcke zu benutzen. Er sagt, dass es eine Beleidigung für den Schöpfer sei, diesen Namen zu benutzen und dass er ihm gerne beibringen würde, was ein echter Giga-Flare ist. Der Angriff ist heftig und zwingt Elrado, sich zu ergeben und sich bei dem Mädchen zu entschuldigen, das er schikaniert hat, während das Mädchen seine Dankbarkeit ausdrückt. Olivia unterbricht ihn und weist darauf hin, dass sie bemerkt hat, wie Art Elrado mit dem Verteidigungszauber geschützt hat, damit sein Gigaflare ihn nicht verdampft. Sie erklärt, dass in der heutigen Zeit die Fähigkeit, zwei Zauber gleichzeitig zu wirken, eine verlorene Fähigkeit ist. Sie wird immer skeptischer und fragt sich, wie er das machen kann, aber auch warum er nicht weiß, dass es eine verlorene Fähigkeit ist. Sie lässt es vorerst dabei bewenden, schwört aber, irgendwann herauszufinden, wer er ist. Später verlangt sie von ihren Schülern, sich in Dreiergruppen aufzuteilen. Art und Edina laden das Tyrannenmädchen Guinea ein. Sie machen sich an die Aufgabe, einen B-Klasse-Wolf zu häuten. Die anderen Schüler können nicht glauben, dass sie eine so schwierige Aufgabe erfüllen müssen, aber Arts Gruppe bewältigt die Wölfe mit Leichtigkeit, obwohl ihre Angriffe zu stark waren, um ihnen das Fell abzuziehen. Guinea entschuldigt sich, dass sie nur im Wege war, und Art bietet ihr an, ihr Unterricht zu geben, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Sie kann nicht verstehen, warum sie sich die Mühe machen, und sie erklären ihr, dass sie Freunde sind. Guinea nimmt das Angebot an und er versucht ihr ein paar Dinge beizubringen. Sie scheitert kläglich und es wird klar, dass die jahrelangen Qualen dazu geführt haben, dass sie jegliches Selbstvertrauen verloren hat. Art bringt ihr dann einen sehr einfachen Zauber bei, den er geschaffen hat und zu ihrer Freude kann sie ihn bei einem Wolf anwenden. Als sie ihn jedoch häuten wollen, tappen sie in eine Falle und werden von einem Minotaurus angegriffen. Art nimmt dies zum Anlass, seine Lektion fortzusetzen und bringt das Monster methodisch dem Tod nahe. Art wendet sich an Guinea und bittet sie, das Monster zu töten. Guinea kann es nicht tun und Art ermutigt sie, den Mut aufzubringen, sich von ihrer Vergangenheit zu verabschieden. Er sagt, dass dies der Moment ist, in dem sie sich endlich entscheiden muss, ihr Leben zu ändern. Sie denkt daran zurück, wie sie sich nie den Herausforderungen gestellt hat, die vor ihr lagen, in der Hoffnung, dass jemand wie der Dämonenfürst sie eines Tages retten würde. Sie beschließt schließlich, dass sie nicht mehr weglaufen oder weinen will und stärker werden will.
Sie besiegt das Monster und die Freunde beglückwünschen sich gegenseitig und draußen kommt der Tyrann zurück und beleidigt auch Guinea und Art. Aber dieses Mal hat Guinea genug und sagt, dass er über sie sagen kann, was er will. Aber Adana nicht beleidigen darf und Art kann nicht anders, als sich über die wachsende Freundschaft des Trios zu freuen. Seine guten Gedanken sind jedoch nur von kurzer Dauer, denn Olivia packt ihn an der Schulter.